Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Der Woche, die ja nur 3 Arbeitstage hatte und in der Silvester und Neujahr war. Und dementsprechend hoffe ich natürlich auch, dass ihr ein angenehmes, stressfreies, entspanntes Silvester hattet. Bei uns war es auf jeden Fall so und besonders angenehm war es natürlich, dass keine Knallerei draußen war. Also wenn es nach mir geht, brauchen wir das gar nicht. Meine Katzen fanden es sehr angenehm, dass nur ein klein wenig zwischen 0 und 0.10 Uhr geknallt wurde. Und ja, man merkt richtig, wie entspannt die Katzen so unter Tage waren, weil da relativ wenig geknallt ist. Ja, es war eine Woche, in der ich ein bisschen Serie gesuchtet habe und auch viel gelesen habe. Ich habe tatsächlich 5 Bücher gelesen, wobei ich möchte dazu sagen, dass es 3 Bücher sind, die eher kürzere Geschichten beinhaltet haben. Also 5 klingt immer gleich so viel, aber an und für sich, ja, wenn man dann sieht, wie dünn die Bücher waren, relativiert sich das ein bisschen. Ich möchte eine kleine Ankündigung machen, denn am Donnerstag gibt es den Quartalshangout mit der lieben Becky. Wir treffen uns gegen 19.30 Uhr auf meinem Kanal und werden ein wenig über das letzte Quartal sprechen. Ich freue mich schon sehr, ich freue mich auf euch auch im Chat, dass wir uns da ein bisschen austauschen. Es geht ja nicht nur um Bücher, es werden auch Serien besprochen, YouTube-Kanal-Empfehlungen, was uns irgendwie begeistert hat im letzten Quartal. Und ja, seid da gerne dabei, wir freuen uns auf jeden Fall. Und ja, Leseclub-technisch kann ich schon berichten, dass wir ja so um den 20., 22. mit 4 Farben der Magie starten werden. Das ist ja dann auch schon übernächste Woche sozusagen, oder ja, genau, richtig. Und ja, vielleicht wollt ihr da ja mitlesen, guckt in die Infobox, da findet ihr auf jeden Fall auch den Leseclub. Und wenn ihr da Lust habt mitzulesen, mit dabei zu sein, da würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und theoretisch müsste jetzt wahrscheinlich auch die Umfrage für das Februarbuch starten oder schon begonnen haben. Hab den Kalender nicht ganz im Kopf, aber guckt da gerne mit vorbei, wenn ihr so ein bisschen gemeinsam mit anderen auch lesen wollt. Jetzt starten wir aber mit den 5 Büchern der Woche. Es begann mit dem Reread zu City of Bones von Cassandra Clare. Das ist ja der Auftakt einer 6-teiligen Reihe und die wird ja von Cassandra Clare auch immer gefühlt, immer noch weitergeführt. Die Vorgeschichten, die Nachgeschichten, Dazwischengeschichten, ja, hatte ich ja den Lesedrang, nachdem ich die Serie geschaut habe. Das letzte Buch des Jahres war dann Ich habe auch gelebt von Astrid Lindgren und Luise Hartung. Habe ich als Hörbuch gehört, weil mir das doch aus verschiedenen Richtungen immer mal wieder empfohlen und gezeigt wurde. Und ich dachte, jetzt wird es zum Jahresende vielleicht einfach Zeit. Dann wurden im Grunde 2 Weihnachtsgeschichten gelesen, begonnen mit Das Weihnachtsmärchen des Ben Polar von Adriana Popescu. Ist eine Kurzgeschichte und hat Adriana jetzt auch kurz vor Weihnachten herausgebracht und habe ich mir direkt auch als Büchlein gehört. Zu Weihnachten selbst habe ich geschenkt bekommen Weihnachten auf der Lindwurmfeste von Walter Mörs. Hat mich sehr, sehr gefreut, als das sozusagen unterm Weihnachtsbaum lag, weil ich ja Walter Mörs letztes Jahr auch für mich entdeckt habe. Und die letzte Kurzgeschichte, oder es ist eine Episodengeschichte, ist Zodiac Academy. Das ist der Auftakt einer Reihe von Amber Auburn aus dem Rosenrot Verlag mit dem Untertitel Das Erwachen des Löwen. Und ja, in dieses kleine Buch habe ich auch reingelesen, beziehungsweise habe ich dann auch gelesen. Alle Bücher und den Leseclub und alle weiteren Infos auch zu meinem Instagram-Kanal findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Auch wenn ihr zu den Büchern mehr Informationen wollt, schaut euch da gerne um. Ich kennzeichne auch in der Infobox, welche Bücher mir zur Verfügung gestellt wurden, also was ein Rezensionsexemplar oder ähnlichem war. Guckt da gerne mal rein, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Wir starten aber wie gewohnt chronologisch mit City of Bones, den Auftakt einer 6-teiligen Reihe von Cassandra Clare. Und ich hatte ja große, große Lust auf diese Reihe bekommen, nachdem ich mir die Serie angeschaut hatte und hatte so ein bisschen Sehnsucht nach meinen Erinnerungs-Chase aus den Büchern und wollte auch einfach mal diese Reihe wieder rereaden. Im Großen zusammengefasst treffen wir im ersten Teil auf Clary. Die ist 15, wird glaube ich 16 und sie lebt mit ihrer Mutter alleine, hat ihren besten Freund Simon, weiß nicht viel über ihren Vater, nur dass der relativ früh gestorben ist und ja, hat auch sonst keine Familie. Und ja, so in Richtung ihres 16. Geburtstags passieren aber ja merkwürdige Dinge. Sie zeichnet nicht erkennbare Zeichen, Runen, wie sich dann herausstellt. Sie trifft
auf Schattenjäger, die sie sieht, obwohl diese eigentlich eine Magie verwenden, damit Mundis, sterbliche Menschen, sie nicht sehen können. Und dann wird auch noch ihre Mutter entführt und sind wir auf einmal in einer Welt, in der wir erfahren, dass alle Legenden wahr sind, dass es Vampire, Werwölfe, Dämonen gibt, dass es Hexer gibt und eben auch im Grunde die Schattenjäger, die eben auf Dämonenjagd gehen. Und da treffen wir auf Chase und auch die Lightwood-Geschwister und sind dann auch im Institut unterwegs und treffen eben auch auf Valentine Morgenstern, der das personifizierte Böse sozusagen ist und der eben auch so ein bisschen eine Rassentrennung in seiner damaligen Zeit haben wollte. Und im Grunde diese engelsgleichen Geschöpfe, also Schattenjäger, bestehen eben zur Hälfte aus Engelsblut und Menschenblut und wollte die eben nach vorne bringen und dass sie eben das gehobene Volk sind. Und wir tauchen in diese Welt ein und ich finde den ersten Teil wirklich richtig, richtig toll. Also es passiert unfassbar viel. Es ist ein sehr spannender Auftakt, der viele Informationen gibt. Dadurch, dass wir hier eben im Urban Fantasy Bereich sind, tauchen wir ja mit der vermeintlichen Mundi, der vermeintlichen Menschen, Clary, in diese Welt ein und alles, was sie fragt und alles, was ihr erklärt wird, ist natürlich auch für uns hilfreich, um diese Welt tatsächlich zu verstehen. Ich finde es sehr spannend, dass wir wirklich sehr viele Charaktere schon im ersten Teil kennenlernen. Ich hatte vieles tatsächlich noch in Erinnerung, also vieles ist mit dem Lesen dann auch wieder gekommen und ganz gut war auch, dass mein Fantasiebild von den meisten Charakteren meiner Fantasie noch entsprechen und sich nicht haben so von der Serie beeinflussen lassen. So ein bisschen eher die Filmgesichter sind tatsächlich in meinen Erinnerungen und mir hat der Auftakt sehr gefallen. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, dass ich nicht so eine Sogwirkung hatte, dass ich direkt Lust auf das zweite Buch hatte, weil ich glaube, einfach sehr viele Erinnerungen gekommen sind, wo ich im Grunde schon beim Lesen wusste, das überrascht mich nicht, weil ich weiß eben, wie es irgendwie weitergeht. Also ich weiß tatsächlich noch nicht, ob ich die Reihe weiter rereaden werde, ob ich jetzt einfach mal 2-3 Wochen vergehen lasse und dann zum zweiten Band greife. Ich fand es ganz schön, da drin wieder einzutauchen und ich glaube, dass das wirklich eine große, tolle Welt ist, die Cassandra Clare da erfunden hat und sich da drin ja auch austobt. Also ich glaube, sie schreibt ja nur sehr wenig außerhalb dieser Welt. Was mich aber nach wie vor interessiert, sind die Chroniken von Magnus Bane. Das ist der große Hexenmeister von Brooklyn, der eben auch mit unseren Protagonisten so ein bisschen was zu tun hat. Und den finde ich als Charakter einfach auch super, super spannend und in den Büchern sogar noch mehr als in der Serie. Und dementsprechend, vielleicht schiebe ich da diese Chroniken einfach so ein bisschen dazwischen. Im Vergleich zur Serie muss man aber einfach sagen, dass es schon zu Beginn ganz, ganz viele Unterschiede gibt. Nicht nur in den Verhaltensweisen der Charaktere. Von den Altersunterschieden möchte ich noch gar nicht sprechen. Ich finde jetzt 2 Jahre nicht so dramatisch. Mir ist beim Lesen im Vergleich zur Serie schon so ein bisschen aufgefallen, warum mir die Serie damals nicht gefallen hat und dass ich einfach damals zu nah an der Serie dran war und dass mir einfach einiges nicht so gefällt. Also das muss ich ganz klar sagen, wenn man die Serie mit dem Buch vergleicht, frage ich mich bei einigen Dingen, warum das so ist, wie es umgesetzt wurde. Das verstehe ich tatsächlich nicht so ganz. Von daher, so als Auftakt sehr gut, hat mir gut gefallen. Die Sogwirkung blieb so ein bisschen aus. Was mich ein bisschen wundert, ich habe das bei Reread sonst auch, also egal ob ich mit dem Herrn der Ringe starte, mit Harry Potter, da möchte man immer unbedingt weiterlesen. Das Gefühl hatte ich hier tatsächlich nicht. Bin ich auch selbst ein bisschen überrascht, aber das könnt ihr mir ja gerne auch mal mit erzählen, wie es euch bei Rereads so geht. Aber insofern ihr überhaupt Rereads macht, ich weiß, es gibt ja auch Leute, die mögen das nicht so, die einfach dann ihren Sub sozusagen lesen wollen. Aber da können wir uns ja gerne ein bisschen austauschen. Dann als Hörbuch gehört und somit auch das letzte Buch des Jahres, was ich an Silvester beendet habe, ist dann Ich habe auch gelebt von Astrid Lindgren und Luise Hartung. Wurde mir mehrfach empfohlen und ich habe es auch auf einigen YouTube-Bookstagram-Kanälen entdeckt und dachte einfach, dieses Buch scheint etwas zu haben, was die Menschen berührt. Ich möchte auch daran teilhaben. Es sind Briefe, es ist ein Briefwechsel einer ganz besonderen Freundschaft, die über viele Jahre gesammelt wurden, die auch gar nicht erst so bekannt waren. Und man dann eben über 600 Briefe gefunden hat und die man jetzt im Grunde hier schön aufbereitet zusammengefasst hat. Es gibt 2 Sprecherinnen für die jeweiligen
Absender der Briefe für Astrid Lindgren und für Luise Artung haben wir Eva Mattes und Oda Thomeyer. Die Stimme könnte einem bekannt vorkommen, denn das ist die Synchronsprecherin von Pippi Langstrumpf. Das fand ich tatsächlich ganz cool, diese Stimme ein bisschen reifer und älter sozusagen zu hören. Und dann gibt es auch noch einen Hintergrunderzähler und das ist Achim Buch. Und ich fand das richtig schön, dass wir da wirklich unterschiedliche Stimmen hatten, dass wir diesen Hintergrunderzähler haben, der uns erst ein bisschen was zu dieser Freundschaft erzählt, wie die sich kennengelernt haben und eben auch zwischendrin immer mal Brückenbau zwischen verschiedenen Briefen, also zum Beispiel, wenn sich beide dann mal getroffen haben, dass er uns erzählt, in dem Sommer haben sie sich gesehen, deswegen bauen dann natürlich auch die Briefe auf dieses Wiedersehen auf. Das fand ich sehr, sehr schön gestaltet und hat mir als Hörbuch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Die beiden treffen sich das erste Mal im Herbst 1953 in Berlin. Und wir begleiten diesen Briefwechsel, diese beiden bis zum Tod von Luise Hartung 1965. Das ist dann auch einer der letzten Briefe, beziehungsweise ein letzter Eintrag von Astrid Lindgren, dass eben ihre Freundin gestorben ist und wie sie sich gerade fühlt. Und das ist dann auch so ein bisschen das Ende, ja, natürlich dieses Briefwechsels und ja, natürlich auch dann des Hörbuchs. Lindgren erzählt uns in diesem Buch sehr viel von ihrem Schreibprozess, von ihren Ideenfindungen, von ihrer Familie, ihrem Umfeld, ihrem Leben, auch wie es eben ist, in der damaligen Zeit Autorin zu sein. Da bekommen wir richtig viel erzählt, eben was sie auch ihrer Freundin für Probleme erzählt, für Erfolgsgeschichten. Das fand ich richtig schön. Man lernt sie hier auf jeden Fall richtig nahe kennen. Und Luise Hartung war eigentlich ursprünglich eine ausgebildete Sängerin, die aber während des Dritten Reiches und auch während des Zweiten Weltkriegs dann eben Arbeitsverbot hatte und nun in einem Jugendamt in Berlin arbeitet und sich als Ziel gesetzt hat, eben die Bücher von Astrid Lindgren in Deutschland berühmter zu machen und bekannter zu machen und ja, diesen Wert der Bücher, die Astrid Lindgren im Grunde schreibt, eben für die Jugend zugänglich zu machen. Und so sind die beiden sich begegnet und so baut auch der Briefwechsel anfangs ihr so ein bisschen unbeholfen auf, bis er dann aber wirklich zu einer freundschaftlichen Austausch im Grunde führt. Und ja, beide erzählen sich natürlich auch berufliche Dinge, aber eben auch familiäre, auch was ihr Umfeld betrifft, was gerade bei Astrid Lindgren drumherum ist. Wir erfahren auch von Luise Hartung, wie dann Anfang der 60er, wie sich Berlin gespalten hat, wie es politisch dazu geht, ja, wie sie das auch alles schwieriger empfand und ja, sind da im Grunde auch so ein bisschen im Zeitgeist der damaligen Zeit mit dabei, machen also im Grunde eine echte kleine Zeitreise und können uns da in die echten Menschen im Grunde einführen. Von mir gibt es eine absolute Empfehlung. Mir hat dieses Hörbuch unglaublichen Spaß gemacht. Es sind zwei Frauen, die stark sind, unabhängig, die wissen, was sie wollen, wie sie es bekommen und wie sie auch dafür kämpfen und für sich einstehen. Das finde ich auch für die damalige Zeit wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe den beiden super gerne gelauscht, wenn sie sich gegenseitig erzählt haben, wie der letzte Urlaub war, wie Familie so ist, was auch beide vielleicht so als rosa Elefanten im Freundeskreis drin hatten, in ihrer Freundschaft. Ich fand das wirklich toll. Es gibt viele Hintergrundgedanken zu den Büchern, zu der Welt, die eben damals, wie das getickt hat. Auch John F. Kennedy ist natürlich ein Thema, war ja auch zur damaligen Zeit genau zu der in Berlin. Und das wird uns alles so wunderbar nah und herzlich erzählt. Also wirklich, zwei Freundinnen unterhalten sich und wir dürfen da so ein bisschen lauschen. Zudem sind die Briefe wunderbar formuliert. Also man merkt, dass die beiden eine Kunst hatten, mit Worten umzugehen und wirklich auch sehr liebevoll miteinander geschrieben haben. Das finde ich richtig, richtig toll. Und heutzutage schreibt man ja kaum mehr Briefe. Und da hat man aber so das Gefühl, das war eben was ganz Besonderes. Und wie lange die auch auf Briefe natürlich gewartet haben. Und da konnte man nicht einfach mal so einfach ans Telefon greifen, sondern hat sehnsüchtig dem nächsten Brief gewartet. Das fand ich richtig, richtig toll. Und der Zwischenerzähler, den möchte ich auch wirklich positiv loben, dass er uns eben so ein paar Zwischendetails erzählt zwischen diesen Briefwechseln. Das fand ich richtig toll gelöst vom Herausgeber sozusagen. Und ich fand es super. Ich mochte beide Stimmen. Ich mochte den Zwischenerzähler. Ich mochte es, wie atmosphärisch auch dieser Briefwechsel rübergebracht wurde im Hörbuch. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Hat mir großen Spaß gemacht und ich habe mir auch ein Zitat herausgeschrieben, was ich einfach super schön finde. Es ist später, als du glaubst, und dennoch lebt man, als hätte man 1000 Jahre.
Und das beschreibt Astrid Lindgren eine ganz besondere Situation. Und das fand ich sehr passend und sehr schön. Und natürlich gebe ich hier absolut recht, man sollte so leben, als wäre heute der letzte Tag. Aber dieses, was sie hier eben beschreibt, auch wir tun so, als hätten wir ganz viel noch vor uns, als hätten wir 1000 Leben. Man sollte das alles doch ein bisschen bewusst machen. Und das ist hier absolut gelungen. Mir hat der Briefwechsel sehr viel gegeben, sehr viel zum Gedankenmachen gegeben und auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hatte da auf jeden Fall meine große Hörfreude und fand ich wirklich ein ganz, ganz tolles Buch zum Ende des Jahres und war für mich auch so ein bisschen... ja, der perfekte Abschluss für 2020. Dann durfte es ein wenig weihnachtlich werden. Das erste Buch des Jahres habe ich dann direkt auch am 1. Januar gelesen. Und zwar ist das Weihnachtsmärchen des Ben Polar von Adriana Popescu. Hierbei handelt es sich um eine Kurzgeschichte mit knapp 100 Seiten. Also man sieht auch, wie dünn die tatsächlich ist. Das Taschenbuch gibt es, ich glaube, für nicht ganz 6 Euro. Und das E-Book, ich glaube, für 2,49 €. Also beides auf jeden Fall preislich im absoluten Rahmen, wie ich finde. Und besonders auch dieses Taschenbuch für Fans, natürlich für Sammler, die eben ja, ihre Buchsammlung von Adriana Popescu, ich weiß gar nicht, steht die hinter mir, neben mir? Nein, über mir, glaube ich, ne? Ja, hier oben. Könnt ihr nicht sehen. Ja, ist das natürlich toll, das im Regal zu haben. Die Geschichte von Ben Polar ist bereits in einem Sammelband erschienen, und zwar Liebe hoch 5. Da haben 5 verschiedene Autorinnen ja, Geschichten gesammelt, und darunter war auch die Geschichte von Ben Polar. Und also nicht, dass ihr euch wundert, vielleicht kennt ihr das ja dann schon. Schaut da mal nach, ob ihr diesen Sammelband vielleicht habt. Wir treffen in der Geschichte auf Ben, wie es der Titel schon verrät, der an Heiligabend von seiner Freundin oder beziehungsweise jetzt wahrscheinlich Ex-Freundin vor die Tür gesetzt wird mit all seinem Hab und Gut und ja, im Grunde nur seinen ja, Bulli sozusagen hat und erstmal so gar nicht weiß, was er tun soll. Er trifft auf Nele und ihre Tochter Lara und kann sie mit einem kleinen Weihnachtswunder überraschen und auch begeistern. Genau ein Jahr später treffen sie sich wieder und ja, ob es wieder ein Wunder geben kann, ob es ein Happy End gibt, was hier so ein bisschen zwischen in dem Jahr passiert ist und zwischen den beiden, ja, das erfahren wir in der Geschichte. Und es ist natürlich unglaublich schwierig für mich, eine Geschichte, die 100 Seiten hat, da irgendwie, ja, das alles würde zu viel erzählen und das möchte ich gar nicht, weil dieses Buch einfach wunderschön ist. Es war richtig herzerwärmend, es wurde ganz wohlig und warm und kuschelig und es war einfach perfekt für den Start ins neue Jahr. Es ist natürlich eine kurze Geschichte, ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich finde, dass Adriana Kurzgeschichten sehr, sehr gut schreiben kann. Ich mag ja auch ihre 0711er-Episoden, wo es 3 oder 4 Stück gibt, die fand ich großartig, habe ich alle gelesen, sehr, sehr gefeiert. Und ich finde, Adriana kann, dadurch, dass sie eine sehr schnelle Erzählerin sein kann, wenn sie das möchte, tolle Dialoge führt, sehr lebendig schreibt, sehr echt schreibt, authentisch, kann sie das eben in 100 Seiten wirklich wunderbar ausführen. Sie hat in den richtigen Stellen, holt sie aus, erzählt sie gut und ja, wirkt eben dadurch auch tiefgründig. Und das Besondere an Adriana sind einfach ihre Dialoge. Immer, immer wieder liebe ich es, bei den Dialogen dabei zu sein, diese zu lesen, diese zu genießen. Und man hat einfach das Gefühl, es unterhalten sich wirklich 2 Leute. Und das ist richtig, richtig toll. Und das schafft sie auch einfach mit diesem Buch. Es wirkt, als wäre es aus dem Leben gegriffen, als würde man die im Grunde auch wirklich im wahren Leben begleiten, als wäre mit dabei. Und das ist wirklich irre und macht einfach auch super, super viel Spaß in dieser Geschichte. Und natürlich ist es etwas Weihnachtliches, Winterliches, aber ich finde, das hat jetzt auch noch perfekt gepasst. Ich finde, dass man dieses Buch durchaus auch noch im Januar lesen kann. Und es hat mich sehr berührt und ja, es war ganz wohlig warm. Also richtig, richtig schön, hat mir super gut gefallen, kann ich wirklich nur empfehlen. Und 100 Seiten, ja, das hat man einfach mal an einem Nachmittag auch wunderbar gelesen. Ein nächstes kürzeres Buch ist dann ja, Weihnachten auf der Lindwurmfeste von Walter Mörs. Das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich habe ja im November, glaube ich, Walter Mörs und die Stadt der träumenden Bücher gelesen, was ich ja absolut gefeiert habe, beziehungsweise habe ich es ja gehört, von Dirk Bach vertont. Und dieses Büchlein ist mir dann auch zu Weihnachten geschenkt worden. Vielen lieben Dank, Becky, an dich. Und ja, ich habe ja
absolut begeistert diese Welt von Buchhain aufgenommen und war hier umso erfreuter, als ich diese illustrierte Ausgabe, also auch wirklich wie die Seiten aufgemacht sind in diesem Buch, wirklich großes, großes Kino. Und wir haben hinten auch so eine komplette Tafel, wie auch Geschöpfe aussehen, also richtig, richtig toll. Die Illustrationen sind von Lydia Rode und es ist wirklich Wahnsinn, wie sie diese Figuren eingefangen hat. Also da bin ich wirklich beeindruckt und begeistert und hat richtig Spaß gemacht. Vorneweg möchte ich sagen, dass es sich hierbei nicht um ein klassisches Buch, um eine Fortsetzung oder Ähnlichem handelt oder um eine Erzählung. Nein, also es ist auch dünn, wie man sehen kann. Wir haben hier einen Briefwechsel bzw. einen Brief von Hildegunst von Mythenmetz, den wir eben aus der Reihe ja durchaus kennen, den wir eben schon in die Stadt der träumenden Bücher begleitet haben, und dem Buchheimer Hachmet Ben Kiebitzer. Und hier beschreibt Hildegunst ein Fest, welches so ein bisschen an unser Weihnachtsfest, an unser Silvester auch erinnert. Und während dieser drei Feiertage steht die Lindwurmer Feste im Zeichen von Hamuli und Mep. Und die entsprechen so ein bisschen unserem Weihnachtsmann bzw. unserem Knecht Ruprecht. Und zudem gibt es in dieser Zeit auch ungesundes Essen, Bücher, Mäuse und ein feuerloses Feuerwerk, was dieses Jahr doch eigentlich auch ganz gut gepasst hat. Und Hildegunst ist aber überhaupt kein Fan und kein Freund dieser Feiereien und schreibt die Schilderungen dieser Festtage doch sehr sarkastisch und zynisch nieder. Also man merkt durchaus, dass hier ein Weihnachtsmuffel am Werke ist. Mir hat dieser Lesenachmittag unglaublichen Spaß gemacht. Ich bin da eingetaucht, ich habe diesen Briefwechsel aufgesogen und ich fand es richtig, richtig toll. Es hätte von mir aus auch gerne noch 300 Seiten mehr haben dürfen. Es ist unterhaltsam erzählt, es ist lustig rübergebracht und das Augenzwinkern von Walter Mörs, glaube ich, habe ich bis hierhin gesehen und das fand ich richtig toll. Also man merkt richtig, dass er natürlich all die Weihnachtsfans total auf die Schippe nimmt. Man darf das, glaube ich, auch einfach nicht persönlich nehmen. Aber es gibt natürlich Dinge, die man selbst durchaus an sich selbst bemerkt, wenn es Weihnachten wird und auch an vielen anderen. Alleine wenn man an den großen Konsumgedanken so ein bisschen im Hintergrund hat, wo man sich fragt, ist das wirklich nötig? Und viele unserer Bräuche werden hier ein wenig umgeschrieben und er lästert dann auch einfach so ein bisschen darüber, Hildegunst. Und ich fand das sehr lustig. Also ich konnte durchaus sehr oft verstehen, warum man manche Bräuche sehr merkwürdig findet. Ich habe mich unglaublich unterhalten gefühlt, hatte auch dank der Bilder, der Illustrationen auch einfach wieder meine eigenen Bilder im Kopf. Ich hatte viel, viel Spaß beim Lesen und Entdecken. Es gibt mehr Hintergrundinfos zu Hildegunst und man lernt ihn auch eben einfach mal von noch einer anderen Seite kennen und mir hat das großen Spaß gemacht. Das kann man natürlich hier auch zu denen, ich glaube, es sind sogar nur 70 Seiten, nein, sogar 100, aber ich glaube, der Briefwechsel geht 70 Seiten, dann kommen die Bilder. Kann man natürlich nicht viel sagen, aber es war einfach toll. Also es hat einfach Spaß gemacht und ich glaube, für alle, die Walter Mörs toll finden, ist das wirklich ein perfektes Geschenk, ein tolles Buch. Und es hat auch ohne Hardcover richtig toll ausgesehen. Also dann fehlt so ein bisschen das Schimmern, aber es sieht im Grunde sonst genauso aus wie das Cover ohne den Golddruck. Also wirklich tolle Aufmachung. Da kann ich wirklich auch einfach nur sagen, für Sammler natürlich absolut das perfekte Buch im Bücherregal. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch der Woche und dem dritten Buch des Jahres, wenn man so möchte. Und zwar ist das Zodiac Academy, der erste Teil einer Reihe von Amber Auburn, das Erwachen des Löwen aus dem Rosenrot Verlag. Mir ist dieses Buch geschenkt worden von der Mein Wunder Agentur. Ich habe euch das Unpacking im Dezember ja hochgeladen. Ich versuche dran zu denken und packe es euch unten in die Infobox. Und ich war super neugierig, was es mit diesem Büchlein so auf sich hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass Mein Wunder mir im Grunde das Paket zugeschickt hat. Es ist ja noch ein Fantasy-Buch mit drin. Ich dachte aber, so mit was Kleinem kann man jetzt einfach am Jahresanfang nichts falsch machen. Das kleine Büchlein kostet 5,99 €. Das E-Book gibt es für 99 Cent. Und es hat knapp 110 Seiten, ist also eher auch eine Episodengeschichte. Es wird hinten schon angekündigt, dass es einen zweiten Band geben wird. Der heißt dann Der Zauber des Wassermanns. Und ich bin sehr gespannt, wird wahrscheinlich vermutlich auf 12 Bände hinauslaufen, wenn man eben so ein bisschen an den Sternzeichen
dran hält. Ich kenne von Amber Auburn noch nicht. Das ist zwar auch ein Pseudonym, hinter dem die Autorin schreibt. Sie hat schon einige Bücher als Self-Publisher herausgebracht. Das habe ich mir so ein bisschen angesehen. Erwähnt sie auch hinten im Nachwort. Und es gibt wohl die Shapeshifter-Reihe, die mir aber leider gar nichts irgendwie sagt. Aber die wohl tatsächlich so ein bisschen darum geht, dass jemand eben Blut von Tieren in sich trägt und sich dann auch in dieses verwandeln kann. Und wir treffen hier auf die 17-jährige Ella. Man muss auch dazu sagen, dass das definitiv eher ein Jugendbuch ist und auch eher für jüngere Leser gedacht ist. Ich glaube, dass man das tatsächlich so ein bisschen einordnen muss, damit der Schreibstil dann tatsächlich einfach da so ein bisschen übereinstimmt. Ja, wir treffen auf die 17-jährige Ella, die vom Sternzeichen Löwe ist, was natürlich der Untertitel schon hergibt. Und sie ist sehr mutig, selbstbewusst und steht auch hinter ihrer Meinung, ist aber so ein bisschen tollpatschig. Und es begann so ein bisschen mit, dass verschiedene Brände in ihrer Umgebung ausbrechen. Sie beginnt so ein bisschen an sich zu zweifeln, an ihrer Umgebung zu zweifeln, hat aber eine recht interessante Oma, die ihr so die ein oder andere Legende schon erzählt hat und erzählt hier nun auch, dass sie die Wiedergeburt eines Sternes ist und dass sie eben besondere magische Fähigkeiten hat. Und das glaubt sie ihr natürlich erstmal nicht, bis sie doch dann in einem Park unterwegs ist und von einer Horde Monster angegriffen wird. Und auf einmal tritt ein geheimnisvoller junger Mann vor ihr. Und da beginnt sie dann doch vielleicht den Geschichten ihrer Oma ein wenig zu glauben. Denn seine Augen beinhalten den Gewitterhimmel. Und sie ist total fasziniert von ihm. Natürlich auch hier bei knapp 110 Seiten ist es schwierig, irgendwie zu viel zu verraten, ohne dass man schon relativ weit in der Geschichte kommt. Ich möchte sagen, dass mir wirklich der Einstieg sehr gut gefallen hat. Ich fand, es war eine tolle Episode. Es ist ein tolles Jugendbuch. Man kommt richtig schön in diese Geschichte hinein. Ich finde den Stil der Autorin sehr gelungen. Es ist flüssig, angenehm zu lesen. Es ist also wirklich auch modern und es fühlt sich sehr wohl dabei, hier einzufinden. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es für Jugendliche wirklich eine tolle neue Welt ist, die sich hier aufmacht und man eben einfach mehr wissen möchte, was es jetzt im Grunde mit diesen Sternenkriegern irgendwie auf sich hat. Die Idee zu den Sternzeichen finde ich auch richtig, richtig cool. Das ist doch mal, finde ich, auch etwas anderes und Besonderes. Und ich fand auch, dass wir hier sehr bildhafte Beschreibungen von der Umgebung bekommen, von den Charakteren und natürlich auch von den Protagonisten. Es gibt ja so ein bisschen diese amüsante Tollpatschigkeit bei Ella, die ich sehr cool finde. Auch die Oma habe ich schon sehr ins Herz geschlossen und habe da so den ein oder anderen Schmunzelmoment gehabt. Für mich persönlich war es aber doch einfach zu jugendlich. Also das ist schon was, wo ich denke, da bin ich wahrscheinlich tatsächlich einfach 25 Jahre zu alt. Ich glaube, wäre ich irgendwie 13, 14, 15, hätte mir das noch viel, viel besser gefallen. Ich möchte gar nicht sagen, dass es mir nicht gefallen hat, denn ich fand es wirklich richtig gut. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich denke, da lese ich zukünftig irgendwie weiter. Aber es war toll. Und ich glaube eben wirklich, dass Jugendliche ihren Spaß damit haben. Das Büchlein wird bei mir auch im Jugendbereich sozusagen weiter wandern. Ich habe da schon eine Kandidatin im Blick, wo ich denke, dass ihr das Buch auf jeden Fall gefallen wird. Und gerade auch mit dieser handlichen Größe und natürlich auch dem umschlagbaren Preis bei den E-Books für 99 Cent, ich finde, das ist einfach für Jugendliche perfekt. Und ich glaube, dass da man einfach so dieses Zielgruppendenken einfach mitnehmen muss. Und ich glaube, das kann ich auch einfach differenziert genug betrachten und auch euch im Grunde so erzählen. Vielleicht habt ihr ja Jugendliche in eurem Umkreis und sucht nach einem tollen Fantasy-Buch, einen Einstieg in dieses. Und da muss ich echt sagen, fand ich das richtig, richtig toll. Also wirklich was ich weiterempfehlen würde werde im Jugendbuchbereich. Und ich richtig schön fand. Hat mir gut gefallen und man merkt der Autorin definitiv an, dass das, dass sie nicht das erste Buch geschrieben hat. Und es ist halt auch von der Aufmachung, also auch wirklich von der Klappseite, von hinten. Also es ist richtig schön auch aufgemacht. Also ja, richtig, richtig toll. Und ich werde den Rosenrot Verlag auf jeden Fall so ein bisschen im Auge haben, weil ich da schon gesehen habe, dass da doch ein bisschen mehr Fantasy am Start ist und werde da auf jeden Fall mich auch mal ein bisschen umschauen. Ja, das waren jetzt die 5 Bücher des Jahres. Es ist natürlich schon toll, wenn direkt 3 Bücher bis zum 3. Januar gelesen waren. So ging es leider nicht ganz weiter. Aber so bei Büchern, die 100 Seiten haben,
Da klappt das ja doch relativ gut. Ja, ansonsten habe ich eine Serie gesuchtet in der letzten Woche und zwar Bridgerton auf Netflix. Das ist eine Geschichte, die auch auf einer Romanreihe beruht. Ich sage jetzt mal auf den klassischen Groschenroman. Ich setze das mal so, weil ich finde, das ist immer so negativ belastet, das möchte ich aber gar nicht sagen. Es ist also eine Romanreihe aus dem Cora Verlag, aus dieser historischen Sparte von dem Verlag. Und es gibt wohl 8 Bände. Und es ist jetzt auch neu aufgelegt worden, also den ersten Band kann man jetzt eben auch in gedruckter Form wieder kaufen, wenn man das möchte, ansonsten kann man eben sich auch die E-Books besorgen. Es spielt um circa 1810 in England und zeigt uns eben das Leben der Familie Bridgerton. Wir haben hier den Lord, der ist gestorben, hinterlässt eben eine Frau mit 8 Kindern und der älteste Sohn Anthony hat sozusagen diesen Herzog, Duke, was auch immer, übernommen und möchte jetzt im Grunde seine Schwestern unter die Haube bringen, was ja zu dieser Zeit durchaus das Ziel einer jeden jungen Frau war, dass sie einen Ehemann findet und selbst einen Hausstand gründet. Und in der ersten Staffel steht jetzt Daphne im Vordergrund, das ist die älteste Schwester sozusagen, aber eben, also die älteste der Schwestern, aber sie ist definitiv seine jüngere Schwester. Das Schöne bei dem Bridgerton ist tatsächlich, dass die Geschwister in alphabetischer Reihenfolge kommen. Das fand ich total lustig, als das irgendwann mal benannt wurde, dass wir hier Anthony haben und Daphne ist dann die 4. Und das fand ich richtig, richtig cool. Also mir hat das gut gefallen. Und dann haben wir, allerdings muss man dazu schon sagen, es ist ein alternatives England. Man darf hier nichts historisch Korrektes erwarten. Das beginnt schon beim Königshaus. Es hat eine gewisse Diversität. Also ich sag jetzt mal, die Hautfarbe spielt überhaupt keine Rolle, nur so ganz am Rande. Alle sind gleichberechtigt und es gibt den einen oder anderen Überraschungseffekt, welche Rollen hier eingenommen werden. Und ich fand das großartig. Es ist bunt, es ist lebendig, es wirkt modern und trotzdem haben wir die klassischen Allüren und vordergründig eben auch irgendwie 1810 und das hat mir Spaß gemacht. Also es hat mich unfassbar gut unterhalten, es ist kurzweilig, es war ja einfach auch so menschlich, so echt, man konnte sich wunderbar in die Charaktere hineinfühlen und eben auch als Daphne hier verheiratet werden soll und dann aber auf den Herzog Simon trifft, auf den Duke trifft und beide so ein bisschen einen Pakt aus sich denken und so eine List treiben. Und das Besondere ist auch an der Geschichte, dass wir so eine Tratschkolumne haben. Also es gibt so ein kleines Blättchen, wo jemand scheinbar im Inner Circle Dinge austratscht über die verschiedenen reichen Familien. Und das bekommt natürlich so ein bisschen den Stil von Gossip Girl. Und das fand ich richtig, richtig toll. Also mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Den einzigen Kritikpunkt, den ich so ein bisschen habe, ist gegen Ende, so bei den letzten 3 Folgen, war es mir dann doch an mancher Stelle zu erotisch, zu detailreich draufgehalten und das ist einfach was ich nicht so mag. Und das hatte die Serie für mich auch eigentlich gar nicht nötig, also dass sie diese Szenen so zeigen müsste. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, aber man kann auf Netflix ja auch immer mal ein bisschen skippen und das habe ich in dem Fall dann auch gemacht, weil da verpasst man ja nicht allzu viel. Das hätte es für mich einfach nicht gebraucht. Und es gibt auch eine Szene, die tatsächlich sehr umstritten ist, die wohl auch schon im Buch zu einem Skandal geführt hat, dass sie so kommentarlos stehen geblieben ist. Jeder, der die Serie vielleicht gesehen hat, weiß jetzt, wovon ich spreche. Ich möchte aber nicht spoilern. Ich muss auch sagen, dass ich da auch im Moment so ein bisschen erschrocken davor saß und dachte, okay, und das ist jetzt in Ordnung. Da musste ich aber tatsächlich auch innehalten und sagen, ja, wir sind natürlich irgendwie 1810 und es haben auch noch ganz andere Dinge keine Bedeutung. Also man muss das immer so auch ein bisschen in den zeitlichen Kontext setzen. Aber es war so ein Moment, wo man in der heutigen Zeit einfach so denkt, ob das so... Ja, also es wird historisch korrekt sein. Entschuldigt, aber es war so ein Moment, das weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Aber ich fand es super unterhaltsam. Es hat sich schnell wegschauen lassen. Und ich möchte auch super gerne jetzt mal in die Romane reinlesen. Ich weiß nicht, ob ich den ersten Teil lese, weil ich ja denke, ich kenne die Geschichte schon. Aber vielleicht, um hineinzufinden, ist das wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee. Und ich stelle mich da einfach auf unterhaltsame Bücher ein, Bände ein und auch auf jeden Fall einer zweiten Staffel. Und ich freue mich darauf. Also ich fand auch die Nebencharaktere toll, ich fand den Cast toll, ich fand die Musik grandios, ich mochte das ganze Setting sehr, sehr gerne.
Und mich hat es wirklich gut unterhalten und gepackt und gefesselt. Und ja, man darf nur eben nicht erwarten, dass es eine historisch korrekte Serie ist. Das, ja, das ist es definitiv nicht. Und ich glaube, dann wäre man auch. Und das war sie jetzt auch schon, die aktuelle Bücherwoche. Die letzte sozusagen im alten Jahr. Jetzt starten wir voraus in das neue Jahr. Und es beginnt wieder mit einer Bücherwoche Nummer 1. Es gab ja dieses Jahr oder letztes Jahr tatsächlich 53, was es ja doch gar nicht so häufig gibt. Ich bin gut mit den Büchern, wie ihr seht, ins neue Jahr gestartet und freue mich dann auch schon auf die weiteren Bücher, die in diesem Jahr folgen werden. Natürlich könnt ihr mir auch super gerne in den Kommentaren schreiben, mit welchem Buch ihr ins neue Jahr gestartet seid, was euch da vielleicht schon begeistert hat, wo ihr enttäuscht wart, insofern es jetzt nach einer Woche schon Enttäuschungen gibt. Schreibt das gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen. Becky und ich freuen uns, euch im Quartals-Hangout zu treffen. Seid da gerne im Chat dabei, da würden wir uns freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.